Mercedes-Benz rief auf und Golffans aus aller Welt machten mit. Wir waren begeistert, mehr als 400 Entwürfe für ein Golfkart der Zukunft erreichten uns aus aller Welt. Die besten, ausgefallensten, innovativsten oder schlicht genialsten Konzepte haben wir ausgewählt aus dieser immensen Vielfalt. Ich denke, das Golfkart von morgen Features anbieten muss wie Klimaanlage, Kühlschrank, Stereoanlage und Fernseher. Das wäre luxuriös. Natürlich elektroangetrieben, umweltschonend und leise. Die Golfprofis sind ganz schön anspruchsvoll. Das Wichtigste für mich wäre eine coole Soundanlage. Musik hilft dir beim Spiel, unterstützt deinen Rhythmus. Und herausgekommen ist eine Skulptur auf vier Rädern, das Mercedes-Benz Vision Golf Cart. Entwickelt und gebaut im hauseigenen Design Center in Carlsbad, Kalifornien. Ein in das Dach integriertes Solarmodul versorgt das Kart fortwährend mit sauberem Strom. Unser Anspruch war es, ein innovatives Produkt zu entwickeln. Wir haben all unser Know-how eingebracht aus der Automobilindustrie, verbunden mit einem futuristischen Design für dieses Golf-Auto. Das in die Windschutzscheibe integrierte Head-Up-Display zeigt Infos an zum Golfplatz, Scorekarte und aktuelle Wetterdaten. Noch ist es nur eine Designstudie, doch schon bald Wirklichkeit. Die chinesische Metropole Shanghai war am vergangenen Wochenende Austragungsort des BMW Masters. Feierlich und spektakulär ging es zu am Montagabend vor dem Event im elitären Lake Millaren Golf Club. Handverlesene Gäste aus Showbiz, Sport und Wirtschaft, aber auch zahlreiche Spieler waren gekommen. Unter ihnen Vorjahressieger Peter Hansen aus Schweden, der die wertvolle Trophäe verteidigen wollte, unter anderem auch gegen Spieler,